Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier auf einer Fähre und haben gerade einen Bogen bekommen. Und wir wissen, dass oben noch so einige Leute sind. Und da ist auch noch ein Tresor, das haben wir gestern auch noch erfahren. Und den holen wir uns natürlich. Das brauchen wir. Wir haben so gut keine Muni, wir haben so gut kein Medipack. Wir haben gar kein Medipack mehr. Seht ihr das? Das ist eine Katastrophe. Deswegen muss man natürlich den Hintern, aber dann wird er nicht sterben. So, durch den Hintern schoss, das ist auch so. Ja. Oh. Brauchst du denn bitte? Ja, du auch noch hier. Uncool. Sehr, sehr uncool. Ich heil. Du bringst kein Fall von dir. Ja, das ist echt uncool. Keine Muni mehr hier. Da kommen wir hier nicht rein, und müssen wir umsehen, weil die nächsten Gegner kommen schon da hinten. Wir wollen uns immer noch erstmal hier umsehen und mal schauen, ob wir noch ein bisschen Mini bekommen. Sammeln, das war nicht so Nee, und dann ist es noch hinten. Lumpen, ich möchte gerne Lumpen. Nee, jetzt in den Gang rein. Pressbar. Du hast nichts, ne? So. Die nächsten Gegner sind weiter hinten. Gut.
Also hier bin ich dran. Da war es auch noch was. Nee. Das kann ich das im Abstand jetzt. Ich bin nie auf dem Schiff. Aber wir gehen jetzt weitergehen. Ein Gang noch. Ist ja die Frage, wo man jetzt lang geht, ne? Da oder draußen? So, wenn während des Zockens das Telefon klingelt, richtig, richtig. Aber leider nicht für einen neuen Job. Aber war trotzdem richtig. Ja. Schauen wir mal, wie es jetzt so weitergeht. Das heißt, wir müssen draußen langlaufen. Dann habe ich mich da richtig entschieden. Waren wir hier schon? Ja, hier war doch gut. Und jetzt so. Genau. Hier aus. Genau. I remember. Und hier muss ja irgendwo noch ein Tresor sein. Andeck. Wir müssen den Brief noch mal kurz lesen. Oh, leider. Machen wir das sofort. Maus nicht bitte. Nein, das war der falsche Knopf. So ist richtig. Genau, wir brauchen einmal den do it yourself. Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition all aus alltäglichen Haushaltsgegenständen.
Kann man hier noch irgendwas? Weil, Leute, das ist nicht das Achterdeck, oder ist das Achterdeck die Steuerkabine? Nennt man das so? Wenn ihr Ahnung davon habt, würde ich mich da gerne aufklären. Würde mich sehr freuen. Ich habe keine Ahnung davon. Was willst du eigentlich? Ah. Sei doch mal ruhig, das kommen die alle auf mich zu, ja? Ja, noch ein Ticker. Ja, nee, ist klar. Oh, hau ab, spring! Lauf weg! Mach! Ich muss von dem Boot runter. Nicht nur das. Ja, geh weg. Jetzt ruf da ein bisschen. Oh, ja, lauf! Ich weiß ja nicht, ob die hier auch wieder runterkommen. Wow. So geil, wenn man selber so macht, obwohl man gar nichts. Das fühlt sich ja nicht an, ne? Ah, okay, der ist weiter oben jetzt. So, ist das nicht das andere, als wenn direkt neben ein, ne?
nicht der Zelle. Ist das der. Wie ist der Schandler? Oder ist das der. Letztendlich haben wir ja den Tresor. Das ist ja nicht, ob die da drinnen sind. Das sind es immer viel, sonst ist das auch nicht. Das war jetzt das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist, weil wir keine Muni mehr hatten. Dann können wir uns jetzt nochmal in Ruhe umsehen. Wenn ich schon sage, was das, dann war es das auch. Hätten wir gar nicht, wo wir von den Leuten weg, von den Infizierten weggelaufen sind, hätten wir gar nicht geschafft, weil sie ja drücken musste. Da hätten sie uns auf jeden Fall erledigt. Das ist der Captain. 2.10.2013, 8:20 Uhr, aus dem San Diego ausgelaufen, Kurs auf Vancouver gesetzt. Mehrere Gruppen, die während des Beladens an Bord wollten, wurden gewalttätig, aber die Evakuierung war erfolgreich. 35 Seelen an Bord. Captain A.J. Melidor hat das Kommando. 3.10.2013, 14.50 Uhr. Zwei Passagiere klagen über Seekrankheit. Wir haben eine improvisierte Krankenstation auf dem untersten Deck für sie eingerichtet. 4.10.2013, 13.38 Uhr. Funkkontakt zum Hafen Vancouver. Gute Neuigkeiten, bisher keine Infektionsanzeichen bei den dortigen Einwohnern. 5.10.2030, Passagier Barnes ist aus der Krankenstation verschwunden. Die Mannschaft ist ausgeschwemmt, um ihn zu suchen. 5.10.2013, 14.50 Uhr. Passagier Barnes wurde gefunden. Er ist nicht seekrank, sondern infiziert. Passagierin Josephine Roberts griff ein, drängte ihn über Bord. 5.10.2013, 19.05 Uhr. Habe Miss Roberts Forderung, alle Anwesenden nochmals zum Schiffarzt untersuchen zu lassen, abgelehnt. Wir haben ohnehin nicht die passenden Scanner. Ihre nachfolgende Forderung, die Waffen auszuhändigen, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ich werde nicht zulassen, dass uns Paranoia eine Katastrophe führt. Aber das ist ja voll die Fehlentscheidung dann gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Miss Roberts auch infiziert denn war, wo sie sich mit dem Barnes angelegt hat. Kritisch. Noch mehr. 6.10.2013, 18.35 Uhr. Trotz ihres Protestes wurde weitere Passagiere, die über verschiedene Beschwerden klagten, Kopfschmerzen, Magenverstimmung, Schwindel, vorübergehend in die Krankenstation unter Deck unter Quarantäne gestellt.
6.10.2013, 2017, Seattle in Sicht. Verschiedene Funkkanäle werden wegen Tankstopp ausprobiert. Keine Antwort. Wir fahren weiter. 6.10.2013, 21 Uhr. Alle Personen auf der Krankenstation wurden umgebracht. Diese Leute waren nicht infiziert. Das war kaltblütiger Mord. Niemand wird von Bord gehen, bis der Schuldige gefunden ist. 6.10.2013. Es war Roberts, wie ich vermutet hatte. Wir haben aufeinander geschossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überlebt. Wenn ich dieses Ding rausziehe, vermute ich und wahrscheinlich in wenigen Minuten. Ich werde auf die Küste zusteuern, damit alle an Bord an Land gehen können. Der Hafen ist nah. Ich muss durchhalten. Ich kann Infizierte vor meinen Türen hören. Hatte sie recht? Was für ein Chaos. Dankeschön. Was haben wir denn hier so? Oh, darf man eine Mama frei machen? Die Bomben sind gar nicht mal so schlecht. Aber kannst du auf jeden Fall wegstecken. Eine Münze gefunden. Guter. Das ist hier so. Also das ist immer noch ein ziemlich weiter Weg, ne? Dann halt nicht. Auf ein neues. Ich muss es weiter oben probieren. Dann gehen wir mal nach oben. Ich würde gerne mal wieder Elling spielen. Alles mitnehmen, was geht, Leute. Was geht hier? Aber auch ein Sauwetter, ne? Also mal jetzt im Ernst hier. Sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Ja, nein. Und wahrscheinlich wird wieder so ein Schreckmoment.
Ja, Rückspringen konnten wir ja auch schlecht. Abby hat Nacken. So ein Nackengreif. Oh Mann, ey. Ah, ist das Aquarium? Ich weiß, dass du da bist, Owen. Ich muss eigentlich noch mal kurz umschauen, ob wir ihn dazu finden. Jetzt ist halt die Frage, werden wir Owen noch leben finden oder finden wir Owen gleich tot, weil Ellie sie ja umgebracht, ihn ja umgebracht hat. Weil vom Wetter her ist das ja die Zeit mit Ellie. Wisst ihr, was ich meine? Aber hier die eine da, die Schwangere, müsste ja eigentlich noch im Lager sein. Also müsste Owen eigentlich leben. Theoretisch. Meines Empfindens nach. Okay. Er muss irgendwo weiter hinten sein. Okay. Erklärt, warum er so weit nach hinten gehen konnte. Ich habe gerade keinen anderen Eingang gesehen, aber ich habe nicht gedacht, ehrlich gesagt. Eine andere Tür. Hallo? Das haben wir gleich. Voll. Einsammeln? Nee. Wie langweilig und so. Wer hat denn Fahrt doch? Vielleicht. Das Seil noch? Nee, warum hat sie das Seil nicht mehr? Nein, wir hätten noch nur den Stein werfen können. Naja.
soll ich jetzt wissen, wo ich jetzt hinwerfen soll? Und dann jetzt? Ah, okay. Das tut man nicht alles. Okay. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen sehr schnell, ne? Entschuldigt. Dieses Dauergerede, das ist, ja. Dann gehen wir mal da runter. Wehe, wenn du irgendwas wegen dem Glas sagst. Kannst du mal wieder normal stehen? Kannst du mal wieder normal aufstehen? Okay. Okay. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Hey, Owen? Das ist nicht mal so schön wie bei der Rückblende. Hey, bist du da drin? Hat er seinen Alkohol ja gebraucht? Geschossen. Mal durchs Heilmaul. Wie das was? Meine Musik wäre ja nicht an, wenn Owen nicht hier war, ne? Und seine Tasche ist ja auch hier. Na klar.
Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um den Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war... bereit. Hab eine Menge Scars getötet. Und, Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. So greife ich sie und... erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Sich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit mir? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Abby.
Gut, mein Lieben, ich würde sagen, das begutachten wir sonst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich freuen und wir hören und hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.